So, jetzt geht's weiter, nachdem wir unseren Helden in der Artillerie ja bekommen haben. Und ich glaube, über einen Raketenwerfer wird da nicht klappen, weil die Munition da das Problem sein könnte. Aber vielleicht kann man was anderes machen. Da muss ich mal gucken, was das Thema Reichweite. Okay, so, da wären wir ja General. Vor uns liegt die wichtige Nachschubroute des Persischen Korridors, also Unternehmen Korridor. So, die Zeit ist gekommen, diese neue Bedrohung aus der Welt zu schaffen, bevor sich die Briten für einen weiteren Angriff im Kaukasus neu formieren. Um ihre Ziel nehmen sie alle Siegfelder ein, Bonusziel sichern und beschützen sie alle Sonderdepots. Da diese Bergregion nur durch verschiedene Täler durchquert werden kann, müssen wir damit rechnen, dass diese natürlichen Engstellen stark verteidigt werden. Beachten Sie, dass es in der Region nicht viele Flugplätze gibt, weswegen ich davon abrate, allzu viele Flugzeuge aufzustellen. Unser Befehl lautet, mit unserem Angriff gezielt diese wichtige Versorgungsroute des Feindes lahmzulegen. Es geht also nicht darum, jegliche feindliche Präsenz zu vernichten. Vorgeschobene Aufklärungstrupps haben mehrere große Depots entdeckt. Wenn es uns gelingt, die Verteidiger in der Umgebung dieser Depots auszuschalten und die Depots anschließend von feindlicher Sabotage zu beschützen, wird für uns sicher etwas dabei herausspringen. Auf den Sieg für das Deutsche Reich. Okay, mal ein kurzes Briefing, sehr schön. An Flughelden. 2 Punkte? Ja. Wir haben nur 2 Punkte, gell? Krass, okay. Na gut, wir haben auch jetzt angefangen. Vernichtender Schlag. Okay. So, gebündelte Stärke, aus Fehlern lernen, weniger Einheitenfelder, ist schon mal berühmt, okay. Ja, ist in Ordnung. So, aber was ich machen möchte... Und zwar, ich möchte gucken, ob das möglich... Ja. Der hat 6 Schuss. Mit Reichweite hätte der, plus 2 Reichweite, der 3. Ja. Das können wir machen. Werden wir auch tun. Den werden wir auf jeden Fall holen. Ich muss jetzt nur den Überrennenheld suchen. Okay, einen Moment kurz. So, ich habe meinen Überrennenheld gefunden. Habe dafür dann einen anderen in einen Panther gesteckt. Das passt dann. Und du kommst hier rein. So, und jetzt... ich weiß, dass ich in irgendeinem Luftwaffen doppelten Angriff hatte. Das war doch ein Bomber. Nee. Da ist es. Ja. Das war wie beim anderen auch. Genau das. So, dann kommst du hier rein. So, bitte an. Und jetzt brauchen wir tödlicher. Und das ist... Da habe ich noch einen hier. Genau, das kriegst du. So, hier hin. Und dann kriegst du den tödlichen. Dann ist halt die Frage, was geben wir dir... In der Reserve habe ich eigentlich gar nichts mehr, oder? Ne. Hier habe ich in der Reserve gar nichts mehr. Guck mal kurz bei Luftwaffe. Ich nehme jetzt Kontrollzonen. Ja, das könnte man eigentlich mal rausnehmen und dann gebe ich dir den Flughelden. Ja. Gebündelte Stärke. Warte mal, wenn ich jetzt das hochhämmere. Okay. 7. Den haue ich auf jeden Fall auch hoch. Habe ich immer noch 4 übrig. Also dafür ist der Held eigentlich ganz gut. Die Flakta brauche ich nicht. Was der noch drin hat, aber auch nicht gerade weit bewegendes. Ablenkung. Kann man mal rausnehmen. Befreier. Wenn nicht in der Schlag ablenken, ignoriert Kontrollzonen. Okay. Aus Fehlern lernen, Moment. Das könnte ich dir noch geben. Okay. So. Aus Fehlern lernen könnte ich dir noch geben. Wäre für ihn ganz gut. Aus Fehler lernen heißt ja, dass der jetzt bessere dass der mehr Erfahrung kriegt. Gehen wir davon aus, oder?
Wenn sie auf Lust erleidet, okay. Das soll ja bei einer Flak eigentlich nicht so der Fall sein. Also ging es mir eigentlich gar nichts, ne. Uninteressant, uninteressant. Noch Hummeln. Okay. 12. So, bei dem könnten wir Kreuz, da könnte man auch vernichtender Schlag machen, die Ablenkung. Naja, das ist, ich möchte das an dem Ding Einheiten eigentlich angrenzen, nicht wirklich. Aber wenn es halt so wäre, dann wäre wenigstens was Sinnvolles. Könnte man ja machen, wenn wir die Pack hinten dran stehen haben. Okay, ich hoffe jetzt, dass das so klappt, auch mit dem hier. Gucken wir mal. Das sieht so genial aus, aber hier auf dem Bild so wirklich katastrophal. Nee. Auch so schlimm. Das kann man holen. Das ist noch ganz akzeptabel. Okay. Oh, wie gehen wir jetzt vor? Ein kleiner Trupp würde ich sagen, hier durch. Dann machst du das. Dann holen wir dich mit und eine Artillerie. Und zwar die normale hier, oder? Ja. Ah, die doppelte kann natürlich dann auch nachher noch ein bisschen helfen. Die Flak hier hin. Die Flak hier hin und eine Flak kommt hier mit. Das sollte passen. So, die Luftwaffe. Ich gar nichts mehr. Dann gebe ich einen Befreier mit, dann kriegt er wenigstens noch ein bisschen Ressourcen. Ja. Du hast aber schnelle Einsatzbereitschaft, ne? Ja. So, dann holen wir hier den Panzer hier mit. Die Pack hier mit. Hier hin. Hier hin. Damit. Hier hin. Und hier hin. So. Und hier haben wir auch noch die Artillerie mit. Aufklärer hier hin. Flammenpanzer. Die neuen, ja. Wunderbar. So. Ansonsten habe ich jetzt hier nichts Neues gibt. So, und dann gucken wir mal, wie die zwei jetzt machen, weil wenn das echt klappt, dann können die böse reinhauen. Wenn die übelst reinhauen. Okay. Also. Oh. Was ist das? Oh, das sind Minen. Für die Räume. Ja, aber nur mit Verlusten. Warum hast du nur Verluste? Wegen dem Finder? Hä? Moment mal, was ist das? Ein Flugzeug, wo Artillerieschutz gibt. Okay. Das ist interessant.
Flugzeug-Artillerie-Schutz gibt. So, dann würde ich sagen, wollen wir doch mal die neue testen. Ja, das hat geklappt mit dem Überrennen hier. Wunderbar. Ja, der haut natürlich noch mehr rein, ne? Schon wirklich bösartig, das Ding. Das ist das Depot. Aufklärer. Aber Wahnsinn, wie die zwei Artilleries hier schon aufgeräumt haben. Moment. So, dann hier drauf. Und was hier? Okay, hier drauf. Gibt es hier Begleitschutz? Hier. Achso, du hast schon. Hierhin. So, die Depot, soll ich jetzt vernichten oder nicht? Also alle sichern, also nicht vernichten. Okay, obwohl ich sie angreifen kann. Ich kann die Depots angreifen, ja. Eindeutig. Oh, die Seite hier, genau. Auch Minen. Eieiei. Okay, machen wir erstmal hier weiter. Gucken mal. Ja. Oh, komm. Na, Mist. Okay, machen wir das. Plug hier hin. Okay, Flammenpanzer. Jäger. Ja, greift einfach mal an, was soll's. Ihr seid. Ah, ihr gebt mir hier die Sicht. Ich habe mich die ganze Zeit, warum habe ich hier Sicht? Ah, die Quadfahrer hier, okay. Gut, ne, dann passt das. Okay. Macht nichts, weil der deckt ja hier auch noch ab. Also von daher ist das alles gut abgedeckt. Die Infanterie. Zweitenjäger. Das wäre schon wichtig hier, ne? Ja. Deckt sich dich mal hier auf den Hügel.
Okay, hier aufpassen. Du hast noch 3 Schuss hier. Ja, sehr gut. Was? Ist auf meine Lack gegangen. Das zeigt auf jeden Fall, dass es eine Bedrohung für ihn ist. So, da unten, was haben wir da? Oha. Mal gucken, wie, mit welchem komme ich denn jetzt wo ran? 15? Komme ich mit dir auch ran? Ja, perfekt. So, sehr schön. Dann. Hier hin. Angriff auf harte Ziele 2, ist ja gut. Perfekt. Schön. Hierhin. Artillerie hierhin. Und du hierhin. So, das passt. Jetzt hier oben. Mal gucken. Also, ich muss mal kurz gucken. Deine Angriffe sind eigentlich genauso 18, 21 und bei dir. ...1916 sogar. Aber weiche Ziele hat er eins weniger, das merkt man schon, ne? Ja, ist halt ein bisschen spürbar. Er schafft es halt nicht immer, das im Überrennen. Das merkt man, ja. Okay. Falsch, ihr seid Pioniere. Hierhin. Du hast, glaube ich. Nee. Ach, du hast jetzt Wappenbewegung, genau. Du warst, ja. So.
Okay. Abgedeckt, so die Luftwaffe. Ja, ich brauche den Flugplatz, weil ich kann ja nichts mehr machen. Ne, kannst hier nichts mehr machen. Komme ich mit irgendjemandem da noch an diese Infanterie? Ja, hier noch. Ja. Kommst mal hier hin. Will, dass der erstmal ein bisschen unentdeckt bleibt. Naja, ich kann mit dem Bomber nicht für nichts machen. Also die Depots darf ich nicht vernichten, ne? Ich alle sichern. 4 von 4. Okay, gut. Also ich gehe mal davon aus, dass das so gemeint ist. Hoffe ich jetzt mal. Okay. So. Hier da Truppen. Pioniere. So. Artillerie. Kann man hier mal hinsetzen, dann. Und das hier ein bisschen unterstützen. Oh. Ja, ich brauche das Flugzeug, ich brauche die Luftwaffe, die muss das unterstützen. Das ist hier Wahnsinn. Hier hin. Ja, der macht halt nicht diese 10. Das ist halt echt ein Problem. Warum machst du die nicht? Verliert Bewegungspunkte. Ja, ist ja schön und gut. Das Tödliche habe ich drin. Mehr kann ich da nicht machen. Ja, das war der Overwatch. Ah, oh, jetzt kommt er auf den Punkt. Naja. Jetzt haben wir das hier, ja. Okay. Ah, der hat schon. Ja, okay. Oder dann kannst du jetzt den hier. So, die Flak. Hier hin. Ah, der Flugplatz. Das ist der Flugplatz hier. Oh, Wahnsinn. Okay, das geht. So. Du hast doppelte Bewegung. Okay.
Hier hin, bitte. Ich glaube aber, irgendeine Bombe hat auch nochmal eine freie Bewegung. Ja. Einser Bewegung geht auch. Egal, Hauptsache hat einen Krieg. Ja, was ist denn das da? Drück doch hier drauf. So. Ja, das ist jetzt echt problematisch, genau wie das hier. Okay. Ups. Oh, immerhin zwei. Okay, es ist nicht schlimm. Geht auch so. Gut, also Luftwaffe ist jetzt hier, glaube ich, eh nicht groß präsent, würde ich fast behaupten. Wir gehen hier hin. Und wenn er die Gradfahrer angreift, ist er fällig. Will ich da rein? Ne, erstmal nicht. Erstmal nicht, erstmal gucken, was da abgeht. Oh, toll. Ja, okay, also die Depots muss ich doch so verteidigen. Okay. So, jetzt. Nein! Boah, Schwein gehabt. Bewegung 4. Nee, das ist nicht das, was ich jetzt hier wollte. Okay, hier drauf. Ah, okay, du hast auf mich geschossen da. Okay, cool. Von hier aus. Okay. So, hier hin. Infanterie hier hin. Flaggt hier mit. So. Eieieiei. Radfahrer, komm mal hier hin. So, Bombe. Wollte ich das eigentlich nicht, aber ja, das ist halt jetzt so. Nee. Ja, komm mal hier hin.
Ach Mist, das ist ja eine Flak, sehe ich gerade. Ja, okay. Ja, gut, das kann ja da nicht klappen, ne? Hier drauf. Das ist irgendwie seltsam. Manchmal klappt das, manchmal klappt das nicht. Ah, hier ist ein Flak, ne, ich bin nicht. Ja, machen wir das hier. Okay. Okay, das war ein Hinterhalt, weil das war der Richtige. So, okay, Leute, gut. Dann sehen wir uns hier beim nächsten Mal wieder. Und dann geht's weiter mit dieser Schlacht. Bis dann und ciao.